Servus Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Rennfahrerkarriere. Es ist Samstag, wir sind in Österreich und zwar auf dem Red Bull Ring. Qualifying-Runde habt ihr diesmal gesehen. Ich weiß, letzten Sonntag hatte ich die verpennt aufzunehmen. Aber gut, da habt ihr ein kleines Platzhalter-Video auf einmal drin gehabt. Auch ganz nett, oder? Ja, okay. Ja, wir sind hier jetzt in Österreich. Qualifying war in Ordnung, sag ich mal. Also der erste Sektor ist immer mein bester Sektor. Zweiter Sektor, eigentlich bin ich da auch sehr gut, wobei im Training war der zweite sogar, hatte ich die absolute Bestzeit. Wobei da im Training natürlich bei den Longruns, da hatte ich dann auch Push-to-Pass zur Verfügung, das war jetzt im Qualifying nicht so. Wahrscheinlich hat das ein bisschen geholfen dann. Aber dritter Sektor, da war ich gerade in dieser Doppel-Links-Kurve bei den Bullen im Infield, da war ich bei der zweiten ein bisschen weit weg. Und auch dann die Kurve davor, die Spitzkehre, wenn du den Berg runterkommst, die quasi jetzt rechts hinten oben ist im Bild, da bin ich auch ein bisschen von der Linie gekommen. Ansonsten, im Training war ich, glaube Dritter, ja, Dritter, genau. Von daher hoffe ich mir natürlich, jetzt im Rennen noch ein bisschen nach vorne zu fahren. Habe ich schon gesagt, wo wir starten? Ich glaube nicht, gell? 9 meine ich, 9 oder 10. Und ja, damit ist auch alles gesagt. Ich habe, ich weiß nicht, ob ich eine Halsentzündung habe. Auf jeden Fall habe ich so ein, ja, das fühlt sich an, als hätte ich einen Klumpen im Hals. Und der stört ein bisschen. Zumal, wenn ich hier auf dem Stuhl sitze, sitze ich relativ flach und der Kopf geht so nach unten. Also ich habe das Kinn so auf der Brust, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das hindert dann zusätzlich am Reden. Das heißt, ich werde mich heute ein bisschen bedeckt halten, ein bisschen zurückhalten, um das Stimmchen einfach zu schonen. Und dann, ja, habt ihr heute ein bisschen mehr Ruhe von mir. So, jetzt geht's aber rein. Wir gucken gerade mal auf die Startaufstellung. Da startet nämlich Jan Kisiel vor Uwe Ahls und dann der Lapalainen, Marschall, Tong, Möller-Matzen, Kotolinski, Bieler, dann wir, dann der Hesemanns und dann kommt der ganze Rest. Ich gehe jetzt einfach mal so durch. Habt ihr alles gesehen? Okay. Wie gesagt, wir starten von 9. Rennen geht lang, 12 Minuten, glaube ich. Und gucken, oder wir gucken mal, dass wir noch ein bisschen nach vorne kommen, weil die Trainingspace hat auf jeden Fall gezeigt, dass ich nach vorne in die Top 5 fahren kann. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch umsetzen kann und dann sehen wir einfach, wo wir am Ende rauskommen. So, also jetzt dann viel Spaß. Okay, Toby, get ready. Go, go, go. Is now available. 15 activations remaining. Well done, Toby. Good start. Toby, don't let this guy distract you. Push to pass is now available. 13. Activations left. P6. Reactor Kotolinski ahead is now 0.27.
Good stuff. Keep it coming. See, rear locking into turn two. Okay, push to pass is now available. 12. Activations left. Also Start war relativ gut. Wir sind jetzt auf 5 nach vorne gefahren. Was mir wieder auffällt, ist, dass sich das Auto komplett anders fällt als im Qualifying. Ich habe jetzt viel mehr Rutschen auf der Hinterachse. Das ist insbesondere beim Anbremsen blöd, gerade Kurve 1 und auch die Doppel-Links. Da rutsche ich dann immer. Push the passes available. 10. Activations left. Ein Stück über die Hinterachse und dann geht mir die Vorderachse weg. Deswegen verliere ich da momentan ein bisschen Zeit. Aber ich bleibe dran, weil wenn ich jetzt mal ein paar Kurven gut nehme, ja, jetzt wieder ein bisschen weit gekommen. Okay, Toby, the next car is Allison. Wenn ich mal ein paar Kurven gut nehme, wollte ich gerade sagen, dann sehen wir, komme ich auch vorne wieder ein bisschen ran. Hier die Linkskurve, das ist immer noch so meine Schwachstelle. Und da vorne die zwei behaken sich, das hilft uns natürlich ranzukommen. Ich muss jetzt langsam echt mal aufpassen, dass ich keine Strafe bekomme. Das war schon das dritte Mal, dass ich da zu weit raus bin in Kurve 1. Langsam würde ich mal meinen, bin ich dran da vorne. Okay, Toby, you're reeling. Allison in the gaps now. 0.5. Okay, push to pass is now available. 8. Activations remaining. We've seen lots of right rear locking. That's half distance. Habt ihr gemerkt, wie mir beim Anbremsen das Heck weggegangen ist? Also ich glaube, das konnte man jetzt da ziemlich deutlich sehen. Das war sowohl im Training als auch im Qualifying nie der Fall. Und da musste ich jetzt gerade echt aufpassen, dass ich dem Alten nicht hinten reinrutsche.
Status available. 6. Activations left. Das ist so ärgerlich, ihr verliert eine Sekunde in der Kurve. Okay, push to pass is now available. 5 activations left. Sector 3 is 1.1 seconds off the pace. Don't be distracted. Defend your position. He's quicker than us through turn 3. Activations left. Da war ich oben links kurz abgelenkt, weil ich aufs Dashboard geguckt habe. Und dann musste ich in der zweiten links natürlich verteidigen, das hat richtig viel gekostet jetzt. Und da weiß ich nicht, ob das jetzt reicht, da vorne nochmal ranzufahren. Aber das Gute ist, die Kotolinski wird gerade selbst attackiert. Okay. Pass is now available. 3 activations remaining. E5. New fastest lap for Lindholm. 138.59. Sector 3 is 0.8. Off the face. Push to pass is now available. 2 activations left. Okay, push to pass is now available. One more push to pass activation. One more lap to go. You've just done a 139.46. Sector 3 is 0.8. Off the pace. Your brake temperatures are fine, mate. Ja, also da vorne, das wird wohl nichts mehr. No more push to pass activations remaining. Was hat denn jetzt Busch 3 Träne da? Bauen jetzt noch einen Schnitzer, aber das glaube ich eher nicht. Egal, dann nehmen wir einfach die 5. You got no more
push to pass. Die Plätze für den fünften Platz mit. Ja, die Punkte. Und freuen uns, dass wir unsere Position in der Tabelle dann damit ein bisschen festigen können. So, fünfter Platz. Juhu. P5. Okay, it's over. Good drive. Ah, ist ja gar nicht so schlecht. War zwar jetzt wieder nicht so das spannendste Rennen aller Zeiten, aber was will man machen? Ja, man kann es auch nicht immer erzwingen. Man kann es tatsächlich nicht erzwingen, gerade wenn man auf adaptive KI spielt. Da ist man halt eben an das gebunden, was Raceroom einem da vorgibt. Und ja, so ist das halt. Gut, Labberlein hat gewonnen. Werfen wir noch gerade einen Blick auf die Tabelle. Da sieht es nämlich so aus, dass der Lapline anführt mit 83 Punkten. Vorne bei der Madsen, Kiesel, Marshall, Bieler war das gerade. Und dann wieder auf dem sechsten Platz. Punktgleich mit Bieler. Ja, kann man mal machen. Wo war der heute im Rennen? Um 7. Ah, da haben wir also, sind wir jetzt punktgleich gezogen mit Bieler. Und ich glaube sogar, das ist jetzt schon Saisonmitte oder nach dem nächsten Rennen. Nee, müsste nach dem nächsten Rennen sein, gell? Seitdem wir fahren. Wie viel Rennen fahren wir? Also ja, wurscht. Egal. Fünfter Platz in der Tabelle. Kann man ja mal machen. Für die erste Saison im TT Cup gar nicht schlecht. Hoffentlich können wir morgen noch einen oder anderen Platz weiter nach vorne fahren. Wäre natürlich cool. Würde mich auch freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Morgen, selbe Uhrzeit, selbe Spiel wie heute. Qualifying-Runde, hoffentlich. Und dann 12 Minuten Rennen. Und in dem Sinne, bis morgen. Hallo, lieber Stoch. Ciao.